Werner Eisinger ist mein Name. Ich bin aktuell Berliner, aber ich bin eigentlich aus Bayern. Für die, die es interessiert, ich bin eigentlich Allgäuer und bin dann, naja, mittlerweile vor 35 Jahren nach Berlin. Also mehr Zeit in Berlin verbracht als in Bayern, aber ich habe hier auch mal kurz studiert in München. Also ich kenne mich aus hier. Und ja, es gibt sozusagen das große Büro in Berlin. Wir sind immer so zwischen 30 und 40 Leuten, aktuell eher 40. Und ich selbst habe angefangen als Produktdesigner, habe auch beim relativ berühmten Mann studiert, der eigentlich der Assistent von Otto Eicher war. Otto Eicher kennt ihr alle von den Olympischen Spielen 72, bei denen ich als Kind war, die meisten hier wahrscheinlich nicht, weil sie viel zu jung sind. Und Otto Eicher hat damals das ganze Erscheinungsbild gemacht und hat auch, der war der zweite Rektor der Ulmer Schule. Ulmer Schule war ja nach dem Bauhaus das wichtigste sozusagen kreativ, die wichtigste Kreativschmiede, die es in Deutschland jemals gab. Und das ganze Erscheinungsbild 72 hat eben der Otto Eicher gemacht, der wiederum einen Assistenten hatte und das war dann mein Prof in Berlin. Wir haben ein kleines Büro in Singapur seit 2008. Das ist gerade so off hold, auch durch Corona bedingt. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt sozusagen auch im Long Run noch bestehen wird, weil wir gerade auch eigentlich mehr in Bangkok arbeiten, was die coolere Stadt ist. Ich weiß nicht, wer Singapur kennt. Singapur ist ein bisschen steril und ein bisschen sozusagen durchorganisiert. Bangkok ist lässiger und interessanter. Und aber das ist unser sozusagen Loft in Berlin. Und wir haben halt viele Klienten. Das denkt man sich wahrscheinlich. Ich bin jetzt auch nicht mehr 30. Das heißt, ich mache den Job seit fast 30 Jahren und es akkumuliert sich sehr viel. Ich meine, was ich heute zeige, ist auch eine Auswahl von Dingen, die mich interessiert haben, die wir gemacht haben in den letzten Jahren. Und, oder die jetzt auch für mich Highlights sind oder die auch, sagen wir mal, es wert sind, erzählt zu werden. Es passiert natürlich immer sehr viel in so einem Büro, was jetzt nicht alles ist, immer Highlight. Und dann gehe ich auch nochmal auf Themen ein. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten hinspreche, damit es keine Rückkopplung gibt. Wer ist hier so der Technikfreak eigentlich? Ist egal. Okay. Also das Business hat sich gewandelt, also von früher eher Produktdesign, Industriedesign, eben heutzutage zu mehr Spatial Design nennen wir das, also räumliches Design. Wir machen auch manchmal ein bisschen Architektur oder also kleine Hochbauprojekte oder Anbauten, aber eigentlich sind es mehr Räume, also Interiors. Und ich werde dann auch noch über das sprechen, was heute unser Core-Business ist. Also das Büro hat heute noch 5 Designer und der Rest sind Architekten und Innenarchitekten. Ja, wir machen eben vor allem in Europa Projekte, aber es gibt einige Projekte in Asien und Kooperationen, auch in den USA. Aktuell auch Middle East, erzähle ich auch gleich noch was dazu. Und ja, wir versuchen halt international unterwegs zu sein. Und was ja nicht immer leicht ist, also deutsche Autobauer haben es leicht und auch ein paar andere Firmen noch, aber in der Ästhetik oder Designarchitektur, man denkt immer, dass es sozusagen Deutschland da so einen Exportfaktor hat, ist aber schwierig in der großen, weiten Welt. Da gibt es andere, die sozusagen aggressiver zu Werke gehen. Ich nenne mal, das ist teilweise das Wording jetzt Englisch, also ich spreche mal von unserem Büro als so ein Hybridstudio. Wir machen sehr viele verschiedene Dinge. Es geht nicht nur um das eine, also nicht nur um Innenarchitektur oder Architektur oder Design, es geht um Forschung, es geht um Research, es geht natürlich aber auch viel um Storytelling heutzutage. Und wie wir das anwenden oder was ich sozusagen im Einzelnen dazu zu sagen habe, das kommt jetzt gleich. Ich versuche ein bisschen schneller zu sprechen, damit keiner einschläft, aber... Wenn aber jetzt sozusagen Fragen sind, finde ich auch ganz gut, wenn man die stellt, weil nicht, dass man dann eine halbe Stunde wartet und hinterher saufen dann alle ab oder sozusagen oder sind relaxed und keiner erinnert sich mehr, wenn er irgendeine Frage hatte. Also fragt ruhig zwischendurch, obwohl ich werde halt schnell durchgehen durch die Bildchen. Also genau, es geht darum, was wir gemacht haben und was wir aktuell machen. Ich gehe mal, das ist vielleicht für mich das wichtigste Projekt, weil das ist ein Stuhl, der 96 entstand mit Capellini und der steht in der MoMA-Sammlung, Museum of Modern Art, kennt ihr alle, das ist jetzt eine Sammlung, da kommt man nicht so leicht rein, da kann man sich auch nicht bewerben, da wird man eben dann gesammelt und in Sammlungen sein, zu sein als Gestalter, egal ob jetzt, oder auch natürlich als Künstler, aber ist natürlich immer so, das ist ein endloser Zeithorizont, irgendwelche Preise gewinnen, das passiert immer gelegentlich pro Jahr, aber in großen Museumssammlungen drin zu sein, die auch relevant sind, das ist schon das große Ziel. Also sagen wir, MoMA in New York ist schon so ein bisschen der Oscar in der Designwelt. In diesen Designsammlungen sind eben auch selten Stücke, gerade aus deutscher Herkunft. Seit der Bauhauszeit ist da jetzt nicht mehr so viel reingekommen. Und der Stuhl war jetzt von der Form vielleicht gar nicht damals so interessant. Der kam 96 auf den Markt, sondern das Interessante war eigentlich die Herstellungsmethode. Und das MoMA sammelt auch nur
Dinge, die eben nicht nur formal interessant sind, sondern da geht es eben um Technologie, um Materialien und neue Methoden. Und der Stuhl war ursprünglich die Schale aus einem polyurethanen Integralschaum. Und Integralschaum kennt man von Autolenkrädern. Und das ist sozusagen ein relativ harter Schaum. Und der hat innen, also bei den Lenkrädern ist innen ja so eine Edelstahlspiralwindung drin. Und das wird eben ummantelt mit diesem Schaum. Und wir haben das damals eben mit Capellini, das ist ein Hersteller, den man kennt. Ist auch natürlich ein interessanter Nebeneffekt. Ich weiß nicht, alle kennen ja auch wahrscheinlich italienische Marken, die sind immer vom Umsatz her sehr klein, aber vom Markenpräsenz immer sehr groß weltweit. Wenn man weiß, was die Umsätze machen in Millionen, dann ist man immer eher erschrocken. Bei den Deutschen ist es ja immer eher andersrum. Große Firmen, die keiner kennt. Und die Italiener haben es aber raus, eigentlich, auch wenn es kleine Family-Business sind, und das schaffen ja auch die Spanier, dass man sehr präsent im Markt ist, ohne dass man eigentlich 100 oder 200 oder 500 Millionen Umsatz macht. Capellini ist auch eine von diesen kleinen Perlen, sind aber auch in den letzten Jahren zweimal Konkurs gegangen, aber gehören jetzt zu verschiedenen Gruppen dazu. Also ich glaube, aktuell gehören sie zu Hayworth, also so zu diesem amerikanischen Büromöbelhersteller-Konzern. Die Schale ist eben aus diesem Integralschaum mit einem Lancia-Zulieferer damals gemacht worden und das war sozusagen der erste Stuhl aus diesem Material. Das ist halt so soft und innen drin ist auch eine Armierung eigentlich drin aus Metall, die dann sozusagen ummantelt wird. Und wir haben aber weitergearbeitet an dem Stuhl. Das Schöne ist, dass es immer wieder neue Varianten gab, neue Untergestelle und dieses Jahr kam sozusagen so ein recycelt Plastik. So eine recycelte Plastikschale auf den Markt. Also man weiß ja von Kunststoff bisher immer, dass es nur gedowncycled werden kann. Also man kann immer aus Spritzgussteilen, die kann man irgendwie zerschreddern und dann eben irgendeinen Block machen, in dem man ein Verkehrsschild reinsteckt. Also es gibt ja Materialien, die relativ konsistent sind. So, also Aluminium kann man mit viel Energie eben auf dem Verarbeitungsniveau halten, was immer interessant bleiben kann. Bei Kunststoff war es ja bisher so, dass es eben nur thermisch verformt werden kann und irgendwie zusammengebacken werden kann. Und diese sagen wir mal, Innovation, dass man jetzt aus sozusagen Bestandskunststoff Spritzgussgranulat herstellen kann, was wiederum für Spritzgussmaschinen verwendet werden kann. Und dann kann man auch wieder sozusagen neue, interessante Produkte machen, die keinen Downcycling-Faktor haben, sondern eigentlich eher Upcycling sind oder Recycling, ist spannend und das gibt es seit kurzem erst. Und das war eben auch jetzt der Versuch, diesen Stuhl jetzt auch in die nächste sozusagen Lebensperiode eben der Nachhaltigkeit reinzubringen. Wir nutzen das dann, das war ein großes Projekt, was wir in Berlin gemacht haben. Zalando ist ja sozusagen, Berlin ist ja sozusagen, wisst ihr alle oder manche wissen es glaube ich gar nicht, die Jungen wissen es gar nicht so, aber Berlin war ja mal eine Industriestadt sozusagen vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind alle weg. Siemens ist nach München, Deutsche Bank ist nach Frankfurt, das waren ja alles mal Berliner Firmen und Berlin ist deindustrialisiert worden, wie ich in den späten 80er Jahren nach Berlin kam, da gab es nur Punks, Freaks und alte Omas, da war ja nichts. Ne? Also Berlin war ein großes Dorf und sozusagen deindustrialisiert und da gab es ja diese Berlin-Förderung, dass man irgendeinen kleinen Produktionsprozess in Berlin macht, damit irgendwas da passiert und dann da gibt es irgendwie die wildesten Stories, was da eben sozusagen damals sinnentleert produziert worden ist, aber die Industrie war weg und sie ist eigentlich nie wiedergekommen. Es gab jetzt keinen Grund für Siemens nach 30 Jahren wieder nach Berlin zurückzugehen oder andere Companies. Das heißt, Berlin struggelt ja immer noch ökonomisch. So richtig das große Business ist da nie angekommen oder nie zurückgekommen. Aber Zalando ist ja eine Ausnahme. Also Zalando wächst rapide und wir haben eben ein 30.000 Quadratmeter Gebäude gemacht. Aber das ist nur eins von mehreren Zalando-Gebäuden, die in letzter Zeit sozusagen von denen entwickelt wurden, also von der Signa. Signa kennt man ja auch, aus der Presse zumindest. Und das ist ein großes Projekt gewesen und da haben wir dann auch wieder unseren Stuhl eingesetzt. Also wir spielen auch damit. Ich komme dann nachher auch noch darauf zu sprechen mit unseren ganzen anderen Projekten und auch natürlich mit Belux, dass wir natürlich immer so dieses Spiel machen zwischen Produkt und Innenarchitektur und auch versuchen, da Symbiosen zu finden. Also hier wurde der Stuhl dann praktisch auch gleich eingesetzt bei Zalando in den Public Areas. Dann haben wir mal ein Projekt gemacht, das ist aber schon relativ lange her. Das ist auch ein technologieorientiertes Projekt. Eine Liga mit Zanotta. Zanotta ist eine Firma, die mit Leuten wie Achille Castiglioni in den 60er, 70er Jahren eigentlich Designgeschichte gemacht hat. Also wenn man jetzt ein typisches Designbuch kauft, ist immer sehr viele Seiten sind immer Produkte von Zanotta.
dann ist es, wie das eben so oft ist mit Mittelstandsfirmen, dann kommt die nächste Generation, die ist dann nicht mehr so fancy oder hat nicht mehr so das Geschick, sozusagen die Firma auf dem Niveau zu halten, wie sie vielleicht mal war. Und wie ich mit denen zusammenkam, ging es eben darum, dass Zanotta auch gesagt hat, wir müssen wieder technologieorientiert nach vorne denken, Research machen und irgendwas in die Welt setzen, was es bis dato noch nicht gab. Und ich hatte denen damals vorgeschlagen, eben, dass man mit diesem Technogel arbeitet. Das ist ein praktischen Polstermaterial, was teilweise aus der Medizintechnik kommt, teilweise aus dem, es gab damals auch die ersten Fahrradsattel, die sozusagen mit Gel gepolstert waren. Kennen manche von Ihnen, das ist halt ein fluides Material, was eine chemische sozusagen Zusammensetzung hat von einer Flüssigkeit. Also das komprimiert sich nicht wie Schaumstoff bei dem Polstereffekt. Also es ist kein sozusagen monochromer Hub, der sozusagen stattfindet beim Polstern, also so entspannen und anspannen, sondern das Gel hat so einen fließenden Effekt. Das heißt, wenn man sich draufsetzt, dann verteilt sich sozusagen die Masse horizontal auch. Es hat einen anderen Polstereffekt. Man sagt eben, 1,5 Zentimeter Gel ist ungefähr so viel wie 5 Zentimeter Schaumstoff. Das heißt, wir haben damals versucht, irgendwie solche relativ flachen Polsterungen auf jetzt in dem Fall Liegen aufzubringen. War sehr kompliziert, Produkt war super teuer, ist nicht so oft verkauft worden. Brad Pitt hat 3 Stück gekauft, was natürlich cool war. Die stehen in Santa Barbara an seinem Pool, habe ich auch mal Fotos gesehen. Aber ob er sich heute noch so drüber freut oder freuen würde, weiß ich nicht, weil die Dinger waren nicht lichtecht. Also das Patent stammt von Bayer. Also das waren ja sehr schöne Farben. Was ja gut, es war so mehr orange, blau. Also das hatte sowas von Gummibärchen. Also es war sozusagen gut anzuschauen. Aber Problem war eben die Lichtechtigkeit. Und das hat Bayer nie in den Griff bekommen. Also Bayer hat das Patent für dieses Polyurethan-Gel damals entwickelt und die haben das nie in den Griff bekommen. Das heißt, Outdoor-Möbel, die dann irgendwie nicht lichtecht sind, das ging dann halt irgendwann nicht mehr. Aber das sind halt so empirische Projekte. Das Ding steht heute auch im Metropolitan Museum oder hier in der neuen Sammlung in München sogar auch. Also es sind dann solche Projekte, die kann man nicht ökonomisch berechnen. Also würde ich die Stunden berechnen, die wir da investiert haben im Büro und den Output, das macht man nicht, weil man Geld verdienen will, sondern das ist einfach sozusagen auch die Freude am Beruf und an der Forschung. Dann haben wir auch mal ein sehr langes Projekt gemacht mit Hans Grohe. Ist nie marktreif geworden, aber wir haben gesagt, wir arbeiten mit Ton. Die Römer haben ja vor 2000 Jahren schon ihr ganzes Wasser in Tonkrügen gespeichert und Ton und Wasser ist ja sozusagen, passt ja sehr gut zusammen. Dann haben wir gesagt, wir machen einfach mal verschiedene Armaturen, das war nur eine Variante davon, aus Ton. Gab aber dann so hohe Produktionsschwankungen, also von der Maßlichkeit, dass es dann auch sozusagen schwer war, das seriell umzusetzen. Aber es gibt eben viele Projekte, also man sieht ja immer nur dann das, was am Ende der Tage auf den Markt kommt, aber wir haben natürlich bei uns im Büro hunderte von Prototypen und Making-of und was weiß ich, Simulationen, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Ich glaube, meine Quote ist auch nicht sehr hoch. Ich würde sagen, gefühlt so 30% kam auf den Markt, 70% ist Schublade. Ist natürlich irgendwie frustrierend, aber so ist das manchmal. Also man kann es nicht erzwingen, dass Dinge die Marktreife jemals erreichen. Dann haben wir, ja, sowas machen wir auch, haben wir mal Brillen gemacht für IC Berlin. Das ist auf so einer Manufakturebene hat Berlin dann doch wieder performt, weil es ein paar Brillenhersteller gab. Makita kennt ihr vielleicht, ist sozusagen die erste Brand war IC Berlin. Das war sozusagen von 3 Jungs gemacht und da haben die sich aufgespalten und 2 haben dann Makita gemacht. Und das ist schon interessant, dass man eben mitten in der Stadt auch Brillen wirklich herstellt. Und wir haben dann eine Zeit lang mit denen auch, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, aber dann sieht der Bügel hier auch nicht so ganz gut mit dem Beamer, aber es ist auf jeden Fall ein 3D-gedruckter Frame und der praktisch dann an die Metallbügel angeflanscht wird. Also das ist praktisch 3D-Print in der Serie. Ist jetzt heute normaler, aber vor 5-6 Jahren war es noch nicht so ganz normal. Dann der Hemdchair, den wir 2012 mit BASF entwickelt haben. Das ist so ein relativ wichtiger Meilenstein für mich. Hat leider auch in der Serie nie das Licht der Welt erblickt, aber es wurden sehr viele Pilotserien gefahren, auch mit BASF.
Also BASF hat vor roundabout 10 Jahren einen neuen Kleber entwickelt. Das war, glaube ich, das erste Produkt von BASF, was nicht erdölbasiert war und gleichzeitig ökologisch war. Das war eben ein wasserlöslicher Binder, hieß Acrodur. Und BASF war relativ interessiert, den sozusagen vor allem natürlich in die Automobilindustrie reinzudrücken. War auch das Pilotmaterial für den, was ist der i3? Ich glaube der i3, ja. Also für den ersten Elektro-BMW. Und es ging praktisch darum, diesen jetzt, das war meine Vision, diesen Freischwinger draus zu machen, also einen Monoblock-Freischwinger. Und das ist ein Hanf-Kenaf-Komposit und das wird unter 200 Tonnen Druck und 200 Grad Celsius, also muss das Werkzeug, also diese sozusagen Metallpresse, muss auf 200 Grad aufgeheizt werden und dann wird das komprimiert und dann reagiert der Binder sozusagen mit dem Naturfasermaterial und das sind dann sehr dünne Wandstärken, 3 bis 5 mm, die eine Steifigkeit haben von Fiberglas. Also das ist relativ stabil. Problem an der Serienreife war, dass man diesen Knickeffekt, also das federt, wenn man sich da reinsetzt, ist auch ein ganz schöner Effekt, aber man konnte das nicht berechnen. Also BASF hat ja eine eigene Software sozusagen für alle möglichen Kunststoffbauteile, die sie entwickeln. Und die konnten aber mit ihrer Software sozusagen Naturmaterialien nicht berechnen. Weil, also ich weiß nicht, wer von euch mit Spritzguss sich auskennt. Man kann beim Spritzguss, also wenn sozusagen der heiße Kunststoff in die Form reinfließt, kann man sogar die Faserrichtung berechnen. Also wie die Fasern liegen, damit sie entweder sozusagen das Bauteil stabilisieren oder eben elastisch machen. Das kann man heute alles, also mit auch Injektionspunkten und mit der Fahrt. Es ist relativ kompliziert, man kann da fast alles machen. Und die haben das aber nicht berechnet bekommen, weil sie sagen, Naturmaterialien sind natürlich immer anders. Also dieses, sagen wir mal, Strohgeflecht, was dann komprimiert wird, ist ja, liegt immer anders und die Fasern sind unterschiedlich dick und sie meinten, sie kriegen keine stabilen Werte raus. Und wir hatten dann immer Stühle, die praktisch relativ hart waren und manche, die halt dann so durchhingen und irgendwie, aber die Mitte war auch dabei natürlich, die, wo man sagt, so passt es, aber man kann ja jetzt auch nicht irgendwie 1000 Stühle produzieren und davon 800 wegwerfen, weil die Mitte, es hat in der Serie nicht funktioniert, war aber natürlich ein tolles Research-Projekt. Wir haben das dann mit Moroso, ist auch eine von den bekannten italienischen Marken, kleine Family Company, das war noch eine Ausstellung, da haben wir auch noch so ein Modul entwickelt, so ein Endlos sozusagen Wand- und Deckenmodul und dann haben wir auch mit Farben angefangen, mit Moroso, aber es hat sozusagen, es wurde nie serienreif, war aber damals, wie es auf die Messe, aus der Messe gezeigt wurde in Mailand, hatte es dann damals 2 Millionen Hits bei Google, was gut, heute ist mehr Instagram wichtig, aber damals war eben sozusagen die Hits auf Google wurden gezählt, das war schon eine ganz schöne Präsenz, also heute reden natürlich alle über Nachhaltigkeit. Damals war Nachhaltigkeit natürlich sowieso auch ein Thema, aber es war noch nicht so omnipräsent wie heute. Aber der Stuhl hat damals schon ganz schön eine Welle gemacht. Und ich kriege heute noch Anrufe, meistens aus den USA. In den USA wird ja Hanf liberalisiert oder ist liberalisiert in vielen Bundesstaaten. Und die wissen natürlich dann teilweise auch nicht, wohin mit ihrem Hanf. Und die rufen dann immer bei uns im Büro an, denken, dass wir irgendwie Abnehmer sein könnten, weil wir ja diesen Stuhl gemacht haben. Der geistert ja immer noch im Internet rum und dann muss man den immer erstmal klar machen, dass wir das entwickelt haben, aber nicht selber herstellen. Wobei ich mir manchmal überlege, man müsste es vielleicht doch mal herstellen, aber das Werkzeug, also diese finale Presse, würde eben 200.000 Euro kosten und das ist schon auch ein Wort, also ob man sich das jemals leisten kann, aber am liebsten würde ich ihn doch dann irgendwann mal selber produzieren. Dann haben wir auch so Projekte gemacht, die eher so spielerisch, ich nenne es mal Design und Utopia. Ich weiß nicht, was ihr jetzt so alle macht. Wahrscheinlich sind die meisten von euch Planer, Architekten und so. Oder weiß ich es nicht, aber schätze ich mal. Ich habe halt das Gefühl, in den angewandten Berufen, angewandten Künsten, das sind ja Modedesigner, Grafiker, Designer und Innenarchitekten und so weiter und so fort, Architekten. Das sind natürlich Menschen, die auch oft einfach dann arbeiten, wenn sie einen Auftrag bekommen. Aber die sind manchmal nicht proaktiv. Und wir haben auch als Büro dann in dieser Zeit immer versucht, proaktiv einfach Dinge mal rauszufinden oder so ein bisschen zu forschen, also einfach sich zivilisatorische Fragestellungen selbst auferlegen und dann sagen, also sich selbst briefen und dann was zu machen. Und natürlich muss man parallel woanders wieder das Geld verdienen, um sich das leisten zu können, aber
ich denke mir, man muss natürlich, wenn man so einen Kreativjob macht, auch ein bisschen Gesinnungstäter sein. Also jetzt sozusagen 30 Stunden arbeiten und auf dem Segelboot rumhopsen am Wochenende, mein Leben ist es nicht oder interessiert mich auch nicht. Aber klar, wer lieber am Segelboot rumbastelt, der wird natürlich vielleicht auch jetzt nicht die Nächte investieren, um irgendwas rauszufinden. Aber wir waren immer eher so die Nerds, die auch versucht haben, in dem Büro noch nicht nur das Business abzuwickeln, sondern auch einfach zu schauen, was sonst noch so passieren könnte oder was man noch rausfinden könnte. Und das war eben die Idee. Wir haben da so ein Metallgerüst entwickelt, das kann man eben sozusagen, da kann man Pflanzen reinwachsen lassen. Wir haben das mit Weiden gemacht, gibt aber auch in Asien Bambus, der 30 cm pro Tag wächst. Also man kann dann praktisch in 5 Tagen seinen Stuhl ernten. Du hast praktisch, das wächst innen drin und dann irgendwann ist es halt dann fertig gewachsen. Dann macht man das Metallgerüst auf und dann kann man das sozusagen ernten. Die Utopie war eigentlich, das zeige ich jetzt nicht hier, es gibt auch noch so ein paar Bilder, das war mal in unserer Ausstellung hier in München. Die Idee ist natürlich auf dem Long Run, dass man sagt, man ersetzt industrielle Produktion durch Farming. Also es gibt dann große Gewächshäuser, in denen die Menschen ihre Produkte anpflanzen. Also so Low-Tech-Produkte wie Stühle, Sitze oder Hocker könnte man ja praktisch anpflanzen und dann eben ernten. Und die Vision wäre, dass es in Zukunft eben Samen gibt, die schon wissen, dass sie Hocker oder Stuhl werden sollen. Und dann kauft man sich im Baumarkt ein paar Samen und dann kann man die zu Hause im Garten züchten. Und dann würde man natürlich viel auch industrielle sozusagen CO2-Footprint sich ersparen. Genau, dann das eine war schon ein Bild aus einer Ausstellung, die wir gemacht haben. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir auch sozusagen von der Kulturwelt angesprochen werden, irgendwie in diesem kulturellen Kosmos mitzuwirken und Ausstellungen zu machen oder Exponate zu erzeugen. Oder das waren jetzt zwei so größere Ausstellungen, die wir komplett alleine gemacht haben. Also in der Kulturwelt wahrgenommen zu werden, ist natürlich, das wissen alle, die mit Architektur und so zu tun haben, sowieso, man wird immer lieber in der Architektur wahrgenommen. Natürlich will man auch, dass die Bauherren oder Investoren einen kennen, aber es ist natürlich auf dem Long Run spannender, irgendwo mit der Kultur sozusagen assoziiert zu sein. In der Hinsicht haben wir zum Beispiel hier in einem kleinen Museum in München auch mal eine Ausstellung gemacht. Da ging es auch um, da könnte ich jetzt viel erzählen, aber das Auto wurde verpackt Textil und das haben wir dann auch nochmal in einer großen Ausstellung hier in der Pinakothek in München, die war 2017 gezeigt. Das ist eine sehr umfassende Ausstellung mit sehr vielen Themen, könnte ich jetzt endlos drüber reden, aber ich will eigentlich nur auf das eine Thema eingehen, nochmal auf dieses Autocover. Der Footprint, den wir alle erzeugen oder jedes Produkt erzeugt, ist ja nicht nur der Nutzen oder das sozusagen der operative Usage von einem Produkt. Also wenn ich jetzt beispielsweise alle 3 Jahre ein neues Hybrid oder Elektroauto kaufe, kann ich mir zwar auf die Fahne schreiben, dass ich mit relativ wenig Verbrauch unterwegs bin, aber Fakt ist natürlich, dass die Produktion des Autos alle 3 Jahre ja der Horror ist. Also die Umweltbelastung der Produktion ist ja sozusagen das, was man eigentlich vermeiden sollte. Deswegen ist hier die Idee, Autos zu dekorieren und anzuziehen. Das heißt, ich sozusagen entwickle Kleidung für mein Auto, dafür kann ich mich länger dafür begeistern. Und wenn ich es 30 Jahre lang fahre, bin ich vom CO2-Footprint natürlich allemal schlauer unterwegs und besser unterwegs wie einer, der ganz stolz alle 3 Jahre den neuen Tesla kauft. Aber das ist natürlich jetzt in der Industriekultur, in der wir alle leben, natürlich nicht so en vogue, lange Lebenszyklen. Also lange Lebenszyklen sind natürlich immer das Beste, aber redet keiner so gerne drüber. Jeder redet lieber über den neuesten Tesla, aber man muss eigentlich eine alte Kiste 30 Jahre fahren. Dann kann man sagen, ich habe den mindesten Footprint, den man haben kann. Ich habe das auch lange gemacht, aber weil die immer zusammenklappen, ich bin schon, weiß Gott, wie oft zwischen auch München und Berlin irgendwo stehen geblieben. Und mit den alten Autos sich weiter zu bewegen, ist natürlich auch ein Challenge, aber es ist natürlich auf der ökologischen Seite auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Und darum ging es auch in der Ausstellung um Upcycling und lange Lebenszyklen. Dann machen wir aber auch so Projekte mit Startup-Firmen. Das ist eine Startup-Firma, die aus dem Energiebereich kommt in Berlin. Unicos heißen die und da haben wir so einen Speicher gemacht. Das ist wie sozusagen so ein großes Monorad. Das kann man wie so ein Trolley hinter sich herziehen. Und das Konzept der Company ist, ich kann ja nochmal ein Bild zurückgehen, also da sieht man es, wie das im Büro angewendet werden kann. Also das hat praktisch den Speicher, um einen Tag am Arbeitsplatz zu überstehen.
Und das ist aber eine Firma, das ist sozusagen ein sagt man so ein, das sind die Gründer von Solon. Solon war mal einer der vier großen deutschen Solarkonzerne. Und jetzt sind sie aber schon auch wieder beim Wasserstoff. Das sind halt sozusagen so ein Gründer im Energiesektor. Und die haben halt auch Gebäude mit sozusagen Solardächern. Und das Prinzip war sozusagen regenerative Energien für die großen Ladestationen zu haben. Also ich hätte jetzt am Eingang von so einem Büro hätte ich eine große Ladestation, da stehen die ganzen Trolleys. So war das bei denen auch. Dann lade ich den über Nacht auf oder wenn ich halt nicht da bin. Und dann, wenn ich da bin, ziehe ich meinen Trolley an den Arbeitsplatz und arbeite mit dem und stöpsel meinen Laptop oder meine Leuchte ein. Vorteil ist, man spart sich Installationen, also die Kosten, sozusagen Gebäude auszurüsten und Bodentanks oder irgendwie Steckdosen auszurüsten. Also man kann sozusagen die Installationskosten reduzieren und dafür aber sozusagen mit regenerativen Energien mit Batterien arbeiten. War natürlich auch klassische Ionen-Lithium-Akku in der Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, das Projekt. Aber das sind auch Projekte, die wir machen, also so richtig Industrieprodukte sein. Dann geht es natürlich nochmal, das ist eine Uhr, die wir gemacht haben für Nomos. Also Nomos ist ja sozusagen eine der letzten. Glashütte ist ja die Uhrenstadt in Deutschland für mechanische Uhren und die anderen großen Namen, die man dort kennt, Lange und Söhne und zum Beispiel, die gehören ja alle zu den, also Richemont, also zu den großen Schweizer Konzernen, die haben sich ja die ganzen kleinen Marken geschnappt. Nomos ist eine der letzten mittelständischen Betriebe, die sozusagen eigene Werke herstellen und wir haben da, das ist jetzt eine Editionsuhr, die sieht ein bisschen fancy aus, aber das ist eigentlich eine sehr klassische Herrenautomatik und ja, es ist ja sozusagen, also Uhren sind natürlich heute ein schwieriges Thema, also mechanische Uhren. Apple macht mit der Apple Watch mittlerweile mehr Umsatz als die ganze Schweizer Uhrenindustrie zusammen. Und die Schweizer Uhrenindustrie hat ja sozusagen seit Hunderten von Jahren einen Weltmarktanteil von, was weiß ich, 70% gehabt. Also die Apple Watch, die ist schon, also die setzt sich schon rasant durch. Und bei Männern, also Frauen haben ja andere Optionen, sich zu schmücken, aber Männer haben ja eigentlich nur die Uhr. Und deswegen funktioniert das, also so Herren, Armbanduhren, das geht immer noch. Und also da geht noch was in dem Markt. Aber und da ist natürlich die Frage, wie schafft man es, eine zu entwickeln, die, sagen wir mal, interessant genug ist, um sich abzuheben von dem relativ vielfältigen Markt der sozusagen mechanischen Uhren. Und gleichzeitig ein Ding zu sein, was man am liebsten seinem Sohn oder Enkel irgendwann mal vererben würde. Also auch wieder den Lebenszyklus in die Länge strecken. Und das ist auch bei uns oder war auch hier bei der Entwicklung relativ wichtig. Das hat 4,5 Jahre gedauert, die Uhr zu entwickeln. Da wurde ein eigenes Werk parallel entwickelt. Und ist natürlich für uns als Designer spannend, ist aber auch so ein, ist auch eine sehr traditionelle Marke, muss man sagen. Das ist, glaube ich, die wildeste Uhr, die sie je gemacht haben. Und sind sie heute stolz drauf, aber am Anfang standen sie immer auf der Bremse. Und weil der Markt natürlich eher ein konservativer Markt ist. Aber wenn man so in die 60er, 70er Jahre reinguckt und eine alte Breitling sich aus den 60ern anguckt, die waren schon auch relativ cool unterwegs. Und aber sowas Zeitloses reinzubringen, ist eine schwierige Diskussion, die auch hier sehr lange gedauert hat. Genau, was wir auch so machen, das ist ja auch bei dem Startbild gewesen, das ist dieser Loftcube, der ist vor fast, ja, mittlerweile fast 20 Jahren entstanden. Also heute sprechen ja alle über Cabins und so weiter, ist ja sozusagen so Kleinstarchitekturen sind ja relativ hip, aber wir haben in der Zeit, wo noch nicht so viele darüber geredet haben, diesen Loftcube hier in Berlin auf das Dach von Universal Music gestellt. Das ist so ein Speichergebäude so an der Spree in Berlin, was ich manche von euch kennen, das Warschauer Brücke. Und das steht da auf 43 Meter sozusagen und man guckt über die Stadt. Und den Prototypen hier, den haben wir eigentlich noch von Hand gebaut im Büro mit den 10 Leuten, die es damals waren. Haben wir so Tag und Nacht irgendwie dieses Ding selber gebaut, bis auf die sozusagen Schalenelemente. Das war eine Firma, die das tiefgezogen hat damals. Das war einfach so eine Idee, mal so eine Wohnvision auf die Beine stellen und es sieht natürlich jetzt aus wie ein gewolltes Designobjekt, was Architektur sein will, aber die Konzeption war eigentlich eine andere. Also es geht im Prinzip darum, ich zeige mal jetzt eine reale Montage auf einem Hoteldach in Graz und wie das damals montiert wurde und so sieht das Dach heute aus. Es ging eigentlich darum, die Flachdächer
zu besiedeln. Also es gibt ja nicht nur in den Städten, die vom Krieg zerstört wurden, also jetzt Typus Berlin, wo oder vielleicht auch München, wo eben 40% der Substanz eigentlich weg war und man dann relativ schnell in den 50er, 60er, 70er Jahren diese Trabantenstädte aufgebaut hat, die einen relativ hohen Anteil an Dächern haben, an Dachflächen, der aber gar nicht genutzt wird. Also da stehen halt entweder Klimaaggregate oder irgendwie, sonst ist da eigentlich gar nichts, ein paar Billboards. Und diese Dächer sind natürlich jetzt von der Punktlast, die sind ja mehr auf Schneelast oder ausgelegt oder Windlast, also die tragen oft nicht genug. Aber manche Dächer tragen doch und man muss halt einen zweiten Fluchtweg anlegen und die Medien, also Wasser und Strom aufs Dach bringen und dann hat man eigentlich, kilometerweise Flächen in den Innenstädten, die man besiedeln kann. Und die Idee an dem Loftcube war eigentlich, dass man sagt, den kann man ja mit einem Hubschrauber oder mit einem Kran aufs Dach stellen. Das heißt, dass das eher so ein Campingprinzip ist, dass man nicht sagt, man könnte ja auch jeden Dachaufbau architektonisch herstellen und irgendeine Glas-Stahl-Konstruktion kennt man ja von Dachaufstockungen. Das wollten wir extra nicht. Wir wollten eigentlich jetzt, weil wir natürlich auch Designer waren damals, haben wir gesagt, wir machen so ein Architekturprodukt, was man abstellen kann. Man kann es also auch auf die Wiese stellen oder sonst wohin. Und die Idee war eben so Rooftop-Communities zu entwickeln, was aber nie so richtig geklappt hat, weil der Preis dann sehr hoch wurde. Es gibt faktisch heute in München eine GmbH, die das herstellt und vertreibt und wir sind eben Lizenzgeber oder mein Büro. Und, aber so ein Loftcube kostet halt, früher waren es 100, aktuell sind es 150 leer, also 150.000 für 40 Quadratmeter. Da merkt man schon, der Quadratmeterpreis ist hoch und dann braucht man ja auch noch den Stellplatz und dann wird das halt doch ein Ding für Leute, die 3 Autos in der Garage haben und 10.000 Quadratmeter Grundstück. Also das sind dann eher die Leute, die das dann kaufen, sind dann leider doch eher die, die schon alles haben und nicht die coolen Hipster, die wir im Kopf hatten, die in Berlin oder in Amsterdam oder in München oder in Tokio dann auf den Dächern leben. Wir hatten dieses Gefühl, da könnte was gehen damals, aber es ist in die Richtung leider nie gegangen. Es ist halt ein sehr elitäres, kleines Chalet geworden. Wir haben dann aber auch noch die nachhaltige Version dann mal gemacht, so mit einem, ja, man kann den Text jetzt nicht so gut lesen, das Ding heißt FinCube, das ist eine komplette Holzkonstruktion und die haben wir mit einem Hotelier in Bozen gemacht, das steht jetzt sozusagen oberhalb von Bozen auf dem Ritten, also der eine oder andere, der kennt den Berg vielleicht, das ist so auf 1200 Meter Höhe und das ist eher so ein Chalet, ist noch relativ kompliziert zu bauen und aufzubauen, ist noch teurer als der Loftcube, aber wird auch gelegentlich verkauft. Also, ja. So, das ist jetzt nochmal auf dem Bild, wie das da so in den Bergen steht. Dann geht es natürlich nochmal, was mir wichtig ist, heute auch über Storytelling zu sprechen. Ich komme da auch nochmal bei Innenarchitekturprojekten drauf zu sprechen. Das war jetzt ein Sofa-Baukastensystem, was wir mit Moroso gemacht hatten. Hieß eben Bikini Island, haben wir parallel zu diesem Hotel, von dem ich auch noch kurz spreche nachher, was wir in Berlin entwickelt hatten. Da ging es eigentlich darum, das Thema Sofa neu zu interpretieren und Storytelling, also eine Geschichte erzählen um das Produkt rum, ist aus meiner Sicht sowieso die Zukunft. Also Form follows Function kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Irgendwie ist das immer noch da seit 100 Jahren, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner heute ein neues Produkt kauft, nur weil er das Gefühl hat, er müsste wieder mal das alte Produkt ersetzen. Ich glaube, man fühlt sich dann zu was hingezogen, was man vielleicht dann doch kaufen will und dadurch was anderes ersetzt, was man vielleicht vorher hatte, wenn es eben eine Geschichte erzählt, wenn es mehr ist als nur Form follows Function. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Welt eigentlich im Storytelling angekommen ist. Jetzt gibt es natürlich Firmen, die Stories erzählen von ihren, sieht man ja immer bei italienischen Firmen, da ist dann ein älterer Mitarbeiter, der dann irgendwie von Hand in Leder näht und dann, ob das jetzt eine Modefirma ist oder eine Sofa-Firma, es gibt natürlich Firmen, die immer das Manufakturelle betonen, so die Story ist, wir machen immer noch mit Herz und Seele alles von der Hand, gibt es auch und sowas, finde ich, kann man auch, ist vielleicht auch okay, wenn man solche Stories erzählt. Ich glaube aber, dass Stories auch schon noch ein bisschen, wie soll man sagen, tiefgreifender sein können oder interessanter sein können, aber Storytelling könnten wir jetzt auch einen ganzen Abend drüber reden, ob es das gibt und wie intensiv es das gibt und wo das hinführt. Aber ich glaube, Dinge mit Geschichten aufzuladen oder denen überhaupt einen Sinn zu geben, ist wichtig. Bei diesem Sofa ging es darum, da gibt es eine schöne
Illustrationen von einem New Yorker Illustrator damals. Das ist sozusagen die Idee, ich habe so eine Insel, die besteht aus Modulen und es ist offiziell natürlich ein Sofa, aber es ist jetzt nicht mehr dieses monodirektionale Sofa, wo eben die Oma mit dem Enkelkind 3 Stunden lang sozusagen denselben Film anguckt. Also wie man das aus seiner eigenen Kindheit kennt, alle gucken in eine Richtung, sondern die Idee ist, dass das Sofa ein Treffpunkt wird und dass jeder seinen eigenen Tätigkeiten nachgeht, die ihn sowieso interessieren. Also ich will es nicht proklamieren, dass man nicht mehr sozial interagieren soll. Eigentlich soll man interagieren und das ist auch so ein Treffpunkt. Aber man sieht ja, jeder macht so sein Ding und spielt auf seinen digitalen Geräten rum. Aber es ist eher eine Insel und ein Treffpunkt. Und das ist sozusagen jetzt die Story gewesen an dieser Entwicklung. Und das ist sozusagen jetzt eine Neuinterpretation eines Sofas. Dann machen wir natürlich viel diese Hybrid-Kooperationen und weil wir natürlich heute auch mit Belux hier sind, hier hängen auch ein paar Produkte von meinem Büro, also das zum Beispiel ist relativ neu, das zeige ich gleich noch, das ist gar nicht hier, aber wir haben schon so, ich glaube, 5 Produktfamilien entwickelt. Wir machen dann natürlich das jetzt, wir schalten sozusagen jetzt nicht die innenarchitektonische Gehirnhälfte aus, wenn wir Produkte entwickeln, sondern wir sagen natürlich, in welchen Räumen verwenden wir das und wir denken oder haben gerade in dem Moment auch ein räumliches Projekt, wo wir das dann direkt einsetzen wollen würden. Und größere Bauprojekte dauern bei uns meistens sowieso 2 Jahre, 2,5, 3, manchmal natürlich auch kürzer. Das heißt, die Produktentwicklungszeit, die auch ungefähr 1-2 Jahre ist, das passt eigentlich ganz gut dazu. Ich kann jetzt, wenn ich ein neues Hotel plane, kann ich sagen, okay, wir wollen vielleicht eine neue Leuchte machen oder auch ein neues Sofa sein oder im Wasserhahn wird es schon wieder schwieriger, also Armaturen zu machen dauert länger, aber man kann sozusagen, der Zeitstrahl einer Produktentwicklung kann der gleiche Zeitstrahl sein einer Innenarchitektur-Evolution und dann kann man gleich in das Projekt, an dem man gerade arbeitet, die Produkte implementieren. Das machen wir jetzt nicht, weil wir dann 3% Royalties bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen. Die meisten, die irgendwas mit Design zu tun haben, wissen das. Der üblich verdächtige Designer bekommt halt vom Netto-EK 3, 4, manchmal 2%, manchmal auch 5. Das heißt, wenn ein Produkt für 100 Euro, an den Händler verkauft wird, der es dann für 200 an einen Endkunden verkauft, dann kriegt man von den 100 3%. Das ist jetzt auch nicht das Riesenmonstergeschäft. Also man kann damit fast kein Büro betreiben. Ich habe es ja früher jahrelang gemacht. Da waren wir auch immer sehr wenige und die immer sehr lange gearbeitet haben. Es ist ökonomisch challenging über Lizenzen, was natürlich, alle reden immer davon. Also natürlich gibt es tolle Projekte wie die Tolomeo-Leuchte von Michele De Lucchi, bei dem habe ich mal gearbeitet in Mailand. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Michele De Lucchi ist einer von diesen Memphis-Gründern. Der hat mal diese schöne Tischleuchte gemacht, die wahrscheinlich bei der Hälfte von euch auch am Tisch steht. Tolomeo, so eine silberne Arbeitsleuchte. Das sind natürlich so Seller. Da geht was, also ökonomisch, aber die sind selten. Und man kann da auch nicht drauf spekulieren als Designer, dass jedes Produkt, was man jemals sich ausdenkt, zum Bestseller wird. Deswegen ist der ökonomische Kickback von Produktdesign ist überschaubar. Aber wenn man das so symbiotisch macht, sozusagen sein eigener Kunde ist, wenn man auch sagt, man macht Projekte und dann nutzt man die eigenen Produkte wieder oder entwickelt sie sogar mit eigenen Spaces zusammen, das funktioniert. Das war zum Beispiel so ein Food Court in Berlin, dann haben wir auch eben die Tree-Leuchte rein sozusagen genutzt, die jetzt auch von Belux kommt. Dann haben wir auch die Aspen, die ist auch hier, da steht auch eine, genau, die Aspen, die haben wir auch von Anfang an gerne eingesetzt und auch mittlerweile in großen Mengen, das ist jetzt hier so ein Bugaboo Flagship Store in Berlin, was ich, Kinderwagenfirma, kennt ihr vielleicht auch aus Holland und wir versuchen dann eben die Dinge auch dann unterzubringen oder auch in die Farbwelt und in die Materialwelt reinzubringen. Also das ist jetzt nicht nur so ein, schnöder, ökonomischer Prozess, dass ich sage, okay, wenn ich 100 Leuchten in einem Projekt aufhänge, dann kommt da hinten raus noch verdiene ich noch ein paar Euros dran. Es geht auch mehr darum, dass man seine eigene Handschrift und seine Sprache auch durchhält als Innenarchitekt
eben weiter als sozusagen nur Katalogprodukte einzusetzen, sondern man kann in die Produkte sozusagen auch reinstrahlen, dann wenn man zufällig die in der eigenen, in dem eigenen Portfolio hat. Das ist eine Leuchte, die wir auch mit Belux gemacht haben. Das ist, die heißt Cone, die ist hier ein bisschen überstrahlt. Die haben wir zum Beispiel auch damals eigentlich gemacht für ein Hotelprojekt in Zürich. Wir haben auch mit 25 Hours ein größeres Hotel gemacht, hat ja, 2017 geöffnet, 7 Jahre daran gearbeitet. Die SBB war der Investor, also da malen die Mühlen auch langsam in der Schweiz, also hat ultimativ lange gedauert, das ganze Projekt. Aber wir konnten daneben auch Produkte entwickeln, unter anderem die Leuchte, die aus sozusagen Porzellan ist, was super komplex war. Genau, dann geht es jetzt nochmal um Storytelling in der Innenarchitektur. Weil wir uns mit Storytelling immer schon beschäftigt haben, kriegen wir heute auch Anfragen von Firmen, die wissen, dass es nicht nur um Design geht, also Räume zu gestalten. Klar, gibt es heute viele, die irgendwie ein Händchen dafür haben, sich gut einzurichten oder andere gut einzurichten, aber wir leben jetzt im digitalen Zeitalter, wo die Apps und die sozusagen digitalen Tools jeden Tag besser werden. Und ich meine jetzt auch in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr auch alle die Sachen euch nach Hause liefern lassen. Also ich habe relativ viel dann sozusagen mit Lieferando und Co. mir schicken lassen. Und die Frage ist immer, wenn man sich den besten Burger der Stadt nach Hause holen kann, wann geht man eigentlich noch oder warum geht man überhaupt noch aus dem Haus irgendwo hin? Und ich finde, dass die digitale Welt natürlich die Grenze immer weiter verschiebt, dass man nur noch in einen Concept Store oder in ein Restaurant oder Bar oder whatever, also wo immer man halt hingehen würde oder wollte. Ich meine, man überlegt ja schon irgendwie, ja, Parkplatz suchen. Ich kriege immer Strafzettel, weil man dann doch dann irgendwo auf der Ecke parkt. Und dann, wenn man das alles zusammenzählt, auch den Zeitverlust, dreimal am Block zu fahren, und dann geht man in irgendeinen Laden rein, dann haben sie aber das gerade gar nicht, was du eigentlich suchst, ist der halbe Vormittag. Also ich mache solche Shopping-Ausflüge gar nicht mehr, weil es ist einfach ein Zeitverlust. Aber sagen wir mal, die Frage ist, warum geht man noch in reale Räume oder in analoge Räume und warum würde man sich da noch hinbewegen? Und ich denke mir, wir, also oder jetzt ihr oder wir alle als sozusagen Architekten, Innenarchitekten, wir müssen die Räume so aufladen, dass die sozusagen jetzt in Deutsch erfahrungsreichhaltig sind oder eben experience-orientiert sind, wenn man es in Englisch fasst. Also es geht immer um Experience. Wenn die Leute irgendwo hingehen, wo sie überrascht werden, wo sie erstaunt sind, wo sie was sehen, was sie nicht kennen und wo sie das Gefühl haben, da gibt es was zu entdecken, dann gehen sie dahin. Aber wenn sie in den generischen sozusagen Retail-Store gehen, ob die jetzt T-Shirts oder sonst was verkaufen, dann denkt man halt auch, naja, kann man sich auch online bestellen. Ich will es jetzt auch gar nicht verteidigen, dieses Online. Ich würde sagen, der Footprint von Online-Bestellungen ist auch eigentlich relativ trist. Aber ich glaube, da geht es einfach hin, dass die Spreu sich vom Weizen teilt und Räume oder Spaces, die nicht funktionieren und keinen Experience-Charakter haben, die werden einfach nicht funktionieren in Zukunft. Und Innenarchitekten oder Architekten müssen mehr drauf haben als nur, boah, auch ganz schön oder ja, schöne Vorhänge hingehängt und auch irgendwie ein paar coole Möbel aufgestellt. Das muss sich sozusagen eine Runde weiterdrehen, damit diese Räume funktionieren. Wir machen auf jeden Fall immer seit 15 Jahren sehr viel Storytelling, auch vor allem in der Innenarchitektur. Und da gibt es immer so Überthemen. Das ist jetzt dieses 25 Hours Hotel in Berlin. Gibt ja mittlerweile auch eins in München, das haben wir nicht gemacht. Aber das in Berlin hat schon große Wellen geschlagen. Das hat vor, glaube ich, 8 Jahren jetzt eröffnet. Und das hat die Hospitality-Welt schon so ein bisschen durchgerüttelt, weil vorher sahen Hotels nicht so aus. Und das ging eben darum, so eine Mischung zu finden aus diesem, sagen wir mal, chaotischen Berlin, also was ja immer so unperfekt ist. Gleichzeitig wollten wir natürlich, also das Gebäude steht am Zoo, da ist dann auch wirklich der Zoo, also wo die Tiere sind. Im Norden und im Süden ist halt das alte West-Berlin und Arbeitstitel war Urban Jungle und wir haben uns da so lang gehangelt, es wurden sehr viele Pflanzen da integriert und auch sehr viele Künstler aus der Stadt integriert, weil wir gesagt haben, wir wollen keinen Ort kreieren, kennt man ja sozusagen, wenn dann ein komisches Standardhotel reinkommt und dann sitzen dann irgendwie 3 Typen an der Bar mit ihren Pils und da ist eigentlich nichts los und so Tristesse pur. Also in diesem Hotel ist immer Action, da stehen die Leute seit 8 Jahren
bis auf die Straße raus, sozusagen in der Schlange, um in die Monkey Bar hochzukommen. Und dann gibt es auch noch dieses Restaurant, das Nini. Und das Ganze hat deshalb auch, sag mal, Furore gemacht in der Hospitality-Welt, weil das Ding eine Geldmaschine ist. Das ist, war mal das 8, sozusagen vor Corona, das an Platz 80 der sozusagen bestverdiensten Hotels weltweit. Aber dadurch, dass es nur 150 Zimmer hat, und es gibt ja auch Hotels mit 1.000 oder 2.000 Zimmern, ist das schon ganz schön viel. Die haben dann 19 Millionen Umsatz gemacht, 2019, und 10 Millionen eben mit Übernachtung und 9 Millionen mit F&B, also mit Food and Beverage. Das heißt, die Bar macht jeden Tag zwischen 11.000 und 15.000 Euro Umsatz. Und man wird wenige Hotelbars in Europa finden, die 11.000 bis 15.000 Euro Umsatz machen pro Tag. Das heißt, der Laden brummt aus irgendeinem Grund, hat auch natürlich operative Gründe. Das ist jetzt auch nicht alles unser Verdienst, aber ich glaube, das ist ein Treffer gewesen. Und deswegen wird das Projekt auch in der Hotelszene relativ viel diskutiert oder ist viel diskutiert worden, weil es nicht nur kryptisch anders ist, also so typisch Berlin-mäßig daherkommt, sondern weil es auch eben unglaubliche Zahlen macht. Dann haben wir da noch mehrere Projekte gemacht. Ich gehe jetzt nicht so im Einzelnen drauf ein. Da war ein Hotel auch mit 25 Hours in Köln. Das Thema war Back to the Future. Dann gab es noch eins in Zürich, wo das hieß Pocket Universe. Das ist ein Song von Yellow. Das ist eine Band so aus den 80er Jahren, wer die noch kennt. Und so weiter. Und das ist ein Projekt in Stockholm, auch ein Hotel, wo wir jetzt, das heißt Hobo, und wir machen jetzt mit dieser Gruppe, Nordic Choice heißen die, machen wir das zweite Hotel gerade. Die haben sich jetzt sozusagen 5 Jahre später entschlossen, daraus ein Brand zu machen aus dem Hobo Hotel. Und jetzt machen wir gerade das nächste Hotel in Helsinki. Und zu den Kooperationen, ja, hier haben wir mit einer coolen Firma zusammengearbeitet aus Stockholm, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, Teenage Engineering. Die haben auch vor kurzem mal mit IKEA ein Projekt gemacht. Die machen immer so Tech-Toys, also die haben auch so kleine Synthesizer gemacht, die man so in die Hosentaschen stecken kann, so kleine technologische Spielereien, und die haben dieses interaktive Flip-Dot-Panel sozusagen mit uns gemacht. Das ist so eine große Wand, die mit diesen Flip-Dots arbeitet. Wir machen sehr viel mit Flip-Dots in letzter Zeit. Das sind diese Metallplättchen, die immer so umklicksen. Früher am Flughafen oder am Hauptbahnhof oder so gab es die in den Anzeigetafeln, die praktisch angesteuert werden, aber dann mechanisch sich klappen, und es gibt auch ein ganz schönes Geräusch. Also nicht der üblich verdächtige Monitor oder Beamer, sondern eben mit Flip-Dots, das hat so was Mechanisches, und das gibt es da eben auch. Genau, dann haben wir Farming auch früh reingebracht. Wir haben mit InFarm, das ist heute eine ganz große Company, damals war es ein kleines Startup, haben wir so die erste Farming-Welt auch in dem 25 Hours Hotel in Berlin gemacht. Dann haben wir das auch gleichzeitig in Stockholm gemacht. Das Farming ist natürlich, also man schafft es nicht, so viel Gemüse oder Salate anzubauen, dass die Küche davon funktionieren könnte, also die Restaurantwelt. Dazu ist es zu ineffektiv, aber wir haben es immer geschafft eigentlich, dass man so viel Kräuter auch züchtet, dass die Bar davon mit den Drinks arbeiten kann oder teilweise natürlich schon auch die Küche, aber man müsste natürlich in ganz andere Dimensionen gehen. Aber Indoor Farming ist ja heute sozusagen 10 Jahre später ein großes Thema, und diese Company InFarm, die ist mittlerweile auch riesig und arbeiten mit Metro und Edeka zusammen. Also diese Salate, die man dann eben im Supermarkt selbst ernten kann. Aber das war damals so die Anfänge. Da haben wir uns auch immer sozusagen dafür interessiert. Dann gehe ich mal weiter zu diesen ganzen Experience-Themen. Wir machen auch sehr viele Arbeitsräume. Das ist ein Coworking-Firma in Zürich, für die wir jetzt auch schon das vierte Projekt machen. Also Arbeitsexperience und New Work ist natürlich ein eigenes Spielfeld, kann man auch lange drüber reden, aber ist natürlich auch ein wachsendes Spielfeld, auch für uns als Büro. Dann geht es natürlich auch, das ist jetzt zum Beispiel der Blick von der Monkey Bar in Berlin, es geht natürlich auch immer darum, dass man sagt, wie kann man heutzutage, wo alle nur in sozialen Netzwerken unterwegs sind, wie kann man noch reale soziale Kontakte eigentlich, also analoge Kontakte schaffen, und wie kann man Verdichtungen erzeugen in Räumen, also so wie hier heute, könnten sich auch noch die ein oder anderen Gespräche nachher ergeben. Also Verdichtung, und wie geht man mit
mit Menschen um, wie können sie sich treffen und wie können sie sich kennenlernen, was können Räume dazu beitragen. Das ist eigentlich so ein bisschen immer unsere Diskussion zuletzt, dass auch nochmal diese Bar in Berlin, da kann man, gibt es natürlich Learnings, es gibt Zufallstreffer, aber wir haben mittlerweile als Büro auch schon so verstanden, was man machen muss, damit Dinge laufen, also dass Orte funktionieren, dass sie nicht tot sind und dass sie bevölkert werden. So, dann geht's ja Spatial Impact. Gut, ich meine, ihr seid alle irgendwie im Kreativsektor unterwegs. Klar, wir versuchen natürlich auch mit Farben, Materialien, Collagen und auch Brüchen und Licht und Schatten und Pflanzen irgendwie so einen Impact zu erzeugen, der intensiv ist. Also wir sind auch sehr bunt und sehr, wie soll man sagen, intensiv unterwegs. Also wir sind jetzt, was wir so treiben, das ist das Gegenteil von einem, was weiß ich, eleganten Fünf-Sterne-Hotel in Paris, die aber auch generisch immer gleich sind, kennt man ja, alles ist beige und braun und da sind wir jetzt nicht so die Kandidaten dafür, wir versuchen immer zu verdichten und zuletzt natürlich playful zu sein, dass so eine Wand, die wir mal gemacht haben, die war riesig und wir haben sie auch selbst gemacht, weil wir haben keinen Lieferanten gefunden, der sie machen wollte, dann mussten dann die Praktikanten ran, aber Und was wir auch in letzter Zeit immer mehr versuchen, ist so, sich so als Set-Designer auch zu fühlen. Also das, was eben die sozusagen Menschen, die Filme machen oder Theater, Bühnenbildner, dass man mehr setartig denkt, dass man sagt, wie hätte das Ken Adam, also der legendäre James Bond oder Kubrick-Set-Designer, wie hätte der das gemacht, dass man schon so ein bisschen Bilder erzeugt und nicht nur jetzt sagt, okay, da oben ist die Technik, die Haustechnik und da sind die Stützen und dass man sich nicht nur so an dem Raum abarbeitet und gegen die Architektur oder mit der Architektur sich zu irgendeinem Projekt hinkämpft, sondern dass man eigentlich so auch mal die Augen zumacht und sagt, was würde man denn eigentlich oder was würde ein James-Bond-Film hier gemacht haben, also der Set-Designer des James-Bond-Filmes. Also wir versuchen auch immer mehr in die Richtung zu gehen, weil gut, das ist jetzt auch nochmal, um das nochmal abzurunden. Wir sind dann nach diesem 25-Hours-Hotel von den von der Family, denen die größte asiatische Mall-Entwicklungs-Company, also die Central Group, gehört, angesprochen worden, weil, ich meine, keiner von uns Mitteleuropäern geht ja gerne in eine Shopping-Mall, also ich per se eigentlich nie. Aber in Asien ist es ja so, also beispielsweise in Bangkok, wo es im Durchschnitt 40 Grad hat, ist sozusagen die Shopping Mall ja der einzige klimatisierte öffentliche Raum, den es gibt. Das heißt, die Menschen dort verbringen ihr Wochenende teilweise komplett in der Mall. Und da gibt es auch andere Angebote, da gibt es Education Centers, die riesig sind. Also für Kinder oder Erwachsene kann man Sprache lernen oder spielen oder Hausaufgaben machen. Also die Asiaten leben großenteils, also in diesen, sagen wir mal, Breitengraden, wo es so heiß und die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, die leben oft in der Mall, auch am Weekend. Und das heißt, man muss denen natürlich auch ganz andere, wie soll man sagen, Playgrounds bauen. Andererseits haben die auch das Problem, dass praktisch Onlinehandel immer präsenter wird und die Frequenz in den Malls zurückgeht, trotz diesem sozusagen Klimatisierungsthema. Und die Malls dort sind viel größer. Also die hatte 125.000 Quadratmeter, die wir gemacht haben. Und die in der Central World, ich weiß nicht, wer von euch mal in Bangkok war, das ist einer der größten Malls, die es überhaupt gibt in Asien. Da haben wir jetzt nur zwei Levels gemacht, diese Food Levels, aber das sind dann eben auch schon wieder 50.000 Quadratmeter. Das sind endlos groß, diese Malls dort. Und das ist ein riesiger Organismus, aber die kämpfen natürlich auch und müssen die Public Areas auch mit Storytelling beleben, dass da eben mehr passiert als nur sozusagen jetzt die Akkumulation der Shops. Instagram ist natürlich bei uns auch immer mehr ein Thema. Das ist zum Beispiel jetzt eine Aufzugskabine in einem Hotel in Köln, die mittlerweile der drittmeist gepostete Ort ist aus Köln. Also Platz 1 ist Kölner Dom, Platz 2 weiß ich nicht und die Aufzugskabine ist Platz 3. Da rennen mittlerweile ganz viele Kids einfach sozusagen ins Hotel rein, machen dann ihre Selfies in der Kabine und rennen wieder raus.
kann man sich bei Instagram angucken. Das war von uns jetzt gar nicht so geplant. Also das, wir haben einfach nur so Spiegelplatten an die Wände geklebt und dazwischen eben LED-Linien und dann gibt es so ein endlos Meta-Grid. Das ist ein ganz einfacher Effekt, aber ist extrem, wie soll man sagen, extrem erfolgreich. Und, aber mittlerweile ist es so, dass wir auch gefragt werden von Auftraggebern, ja, aber so Instagram-Corners müsst ihr schon auch irgendwie bauen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist da, dass so tolle Ecken auf jeden Fall entstehen, dass die Leute dann das für Instagram nutzen. Was manchmal gar nicht so leicht geht. Man kann jetzt immer nicht überall künstlich in eine Welt reinbauen. Das muss dann schon irgendwie passen, aber es wird fast schon erwartet. Ich weiß nicht, ob es euch dann teilweise auch so geht, dass das im Briefing drin steht. Ja, das ist auch noch ein Projekt, das wir damals mit Freitag gemacht haben, in einem Projekt in Zürich. Da haben wir so einen Baum entwickelt, wo man eben mit so einer Kurbel dann Taschen hoch und runter lassen kann. Dann kann man seine Einkäufe oder irgendwelche Sportsachen zwischenlagern und dann können die Leute dann, da gibt es dann so kleine Schlösser, dann kann man sich da sozusagen seinen persönlichen Storage-Baum, seine Baumtasche am Baum hängen. Das ist aber jetzt auch so spielerisch und dekorativ und wird auch eben viel fotografiert. Genau, dann arbeiten wir viel mit Künstlern zusammen. Das war Yoshi, der kommt aus Barcelona. Oder dann haben wir auch mit Björn und Karl, das sind zwei wilde Jungs aus Stockholm, dann auch sehr viel gemacht in diesem Hotel. Das sind sich ehemalige Studenten von mir auf ausgedacht. Ich war mal in Karlsruhe vor längerer Zeit, mal 8 Jahre Prof. Und da gab es auch Studenten, die später in Berlin gelandet sind. Und die haben mal sich so ein... den Workwalker entwickelt. Das ist sozusagen so ein Teil, was sich so mit Vakuum an die Wand saugt und dann selbstständig, also muss natürlich ab und zu aufgeladen werden, selbstständig an der Wand lang sich bewegt und dann mit verschiedenen Farbstiften so ein random Bild malt. Also man kann es nicht kontrollieren. Das Ding malt eigentlich, was es will. Und da haben wir auch schon Projekte gemacht, wo wir einfach so riesige Wände hatten und dann ist das Ding da sozusagen jahrelang rumgerutscht und hat so sein eigenes Bild selbst gemalt. Und ist auf jeden Fall immer lustig zuzugucken, was da so passiert. Und das heißt, wir arbeiten auch viel mit anderen Kreativen, ob es jetzt Illustratoren sind oder Künstler oder Grafiker oder eben ja, hier so Erfinder. Dann haben wir auch eine eigene kleine Abteilung bei uns, nenne ich jetzt mal Vintage Team. Das ist auch in dem 25 Hours in Köln. Da haben wir solche, weil das eben so Retro-Futurismus war die Story. Dann haben wir vom Jahrmarkt so alte Raketenkapseln da eben in diese, stehen mehrere rum, reingestellt und die auch innen schön dekoriert, die sind auch nachts beleuchtet. Und weil man natürlich manchmal, wenn alles neu ist und alles so, wie soll man sagen, so frisch designt ist, das hat ja dann auch sowas Steriles. Selbst wenn wir es machen, würde ich sagen, man muss es immer brechen mit Vintage. Also man muss auch mal ein altes Sofa hinstellen oder eine Vintage-Leuchte oder man, also Vintage, wir machen es jetzt nicht, wie soll man sagen, über die Maßen, aber es ist immer gut in Räume, um sie auch zu belebt zu machen, ein paar alte Produkte oder ein paar Vintage-Sachen noch reinzustellen. In dem Fall haben wir da auch mittlerweile ein ganzes Team, was sich darum kümmert, wird auch sozusagen gerne gefragt bei uns. Was wir gerade so machen, ist, was uns interessiert, ist Urban Mining oder Local Mining. Das ist ein kleines Hotel, was wir kürzlich sozusagen fertiggestellt haben. Das ist ein Badezimmer. Da haben wir eben extrem drauf geachtet und mit dem Bauherrn auch abgesprochen, dass wir zum Beispiel den Terrazzo lokal herstellen. Also dann haben wir einen Steinbruch gesucht da in der Gegend und zum Sauerland, also so in the middle of nowhere. Und da gab es aber diesen Steinbruch, der eben diese dunklen Steine hatte. Und dann hat man eben einen Terrazzo-Hersteller gesucht um die Ecke, der das dann auch verarbeiten konnte. Weil natürlich der Footprint, also wenn man jetzt ökologisch sein will, der Footprint von Steinen, die man irgendwie aus Sizilien rankarrt, natürlich per se schon mal schlecht ist. Also lokale Materialien zu verarbeiten, ist natürlich nachhaltigkeitsseitig immer das Beste. Ich glaube, deswegen wird in Zukunft auch, was immer jetzt gebaut wird in den nächsten 20 Jahren, vorhin wurde ja schon gesagt, es geht mehr um Reuse, also Gebäude tunen und nicht neu bauen, glaube ich auch. Und ich glaube, das andere ist einfach, dass man sich jetzt nicht irgendwie den, was weiß ich, das Furnier aus USA dann irgendwo auf die Paneele rauf sozusagen kleben lässt, sondern man nimmt halt dann ein Furnier, was lokal ist und dann wenn es halt Lärchen sind, die in der Gegend wachsen, dann arbeitet man halt mit Lärche. Was aber auch gut ist, ich meine, hat man vor 200 Jahren sowieso nur gemacht, hat keiner die Sachen durch die Welt gekarrt. Und ich glaube,
Globalisierung ist ja per se eigentlich das Problem an der Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn Globalisierung sich ein Stück weit ein bisschen zurücknimmt, auch in der ganzen Szene, in der wir uns bewegen, also Bauen und Produkte, dann ist das allemal gut. Ich glaube, ich sehe so die ersten Ermüdungserscheinungen. Ich mache mal, es ist aber auch nicht mehr viel. Das ist so ein Lounge, den wir kürzlich gemacht haben, der dieses Jahr in Mailand gezeigt wurde, von einer kleinen Firma aus Italien. Da geht es auch immer darum, dass wir sagen, wir müssen, sagen wir mal, langlebiges Design machen. Im Produktdesign ist heute auch so, also Möbel zum Beispiel, dass die Beschleunigungszyklen extrem sind. Also aus der Mode kennt man es ja. Wie ich Kind war, gab es 2 Kollektionen, Sommer und Winter. Heute gibt es bei Zara 52 Kollektionen, also jede Woche hängt was Neues in den Läden. Das ist jetzt in der Mode schon extrem beschleunigt, aber auch in diesen Produktwelten, also Stühle werden heute nicht mehr 10 Jahre verkauft, sondern vielleicht 2 oder 3. Natürlich gibt es in der Longseller, wenn es glücklich läuft. Aber die Zeiten, die Produkte in den Kollektionen sind, wird immer kürzer. Und wenn man die Hersteller fragt, wir können ja nachher mal Harriet fragen, aber also die sagen dann immer, ja, zum einen haben sie natürlich die Kopisten an der Hacke, also die was weiß ich, irgendwie Chinesen, die dann das adaptieren. Man muss natürlich immer selber schneller rennen, wenn die anderen einem auf den Fersen sind. Und zum anderen haben sie natürlich das Problem, dass der Markt natürlich immer sagt, ja, was machen die eigentlich gerade? Und wenn man sagt, ja, super neue Kollektion, dann ist, okay, da geht was. Aber Leute, die eigentlich 5 Jahre lang dieselben Sachen verkaufen, sagt man auch, natürlich Stillstand. Das heißt, keiner will in dieser Tristesse als Marke absaufen, dass er nicht mehr als innovativ gilt. Das heißt, man rennt auch einfach ziellos nach vorne, weil man eben innovativ bleiben will und die Kollektion eben updaten. Aber damit haben wir natürlich auch immer zu tun. Also ich hatte früher Möbel gemacht. Ich habe mit Vitra mal so ein Büromöbelsystem gemacht. Das war 18 Jahre auf dem Markt. Oder ich habe Möbel gemacht irgendwie mit, was weiß ich, Firmen wie Interlübke. Die sind immer noch auf dem Markt seit 20 Jahren. Das ist nicht völlig die Ausnahme. Gibt es heute kaum mehr. Also dass so Dinge endlos in den Märkten rumschwirren. Das ist alles irgendwie sehr getrieben und sehr kurz. Natürlich problematisch für alle. Die Investitionen für Werkzeuge und für Entwicklungszeiten sind erheblich und das Geld kann ja kaum mehr reinverdient werden. So ein Produkt muss sich ja auch erstmal in den Markt reinsickern. Das ist ja nicht so, wenn das einmal auf einer Messe steht, dass es dann sofort ein Bestseller wird, bis es dann sozusagen im Vertrieb landet und in den Showrooms und hier gezeigt wird und dann bis dann der Endkunde das irgendwann mal absorbiert. Das ist ja so ein kaskadisches System, was sowieso ein Jahr dauert. Und dann haben die Produkte oft heute gar nicht mehr die Zeit, sich zu entwickeln. Genau, dann haben wir Ethik und Future. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal jetzt von Neom gehört hat. Man hört jetzt immer mehr, seit einem halben Jahr arbeiten wir an einem Hotel auf einem Berg in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien baut ja für 500 Milliarden Dollar sozusagen eine futuristische Stadt, die sich von der Küste bis in die Berge zieht. Größte Bauprojekt der Welt. Und wir sind da auch angeheuert worden, mit so einem Resort-Hotel zu machen mit 25 Hours. Und also auf diesem Berg, das ist der höchste Berg Saudi-Arabiens, schneit es 3 Tage im Jahr und den Rest machen halt dann die Schneekanonen. Und es wird praktisch eine riesige Skilandschaft über das Hotel gebaut und drunter sind 11 Stockwerke Hotel und Apartments. Aber ich könnte jetzt hier in 50 Renderings zeigen von diesen, das ist jetzt nicht alles von uns, das ist auch kein Rendering von uns, das haben halt diese Architektur sozusagen, Architekten gemacht, die das Projekt seit Jahren betreuen, ist absolut futuristisch und Blade Runner mäßig und naja, jetzt sind wir da halt auch drin, aber Problem ist eigentlich fast, dass man natürlich nie so sich so wohl fühlt mit so einer Kooperation. Ich meine, man arbeitet lieber in demokratischen Ländern und bei uns haben im Büro auch einige Leute gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Die haben sich also praktisch geweigert mitzumachen. Finde ich irgendwie auch moralisch okay, kann man machen. Wir hatten dann nur irgendwann das Problem, dass wir noch ein Team brauchten und die Absagen wurden immer mehr. Aber es ist natürlich sehr futuristisch, also die nehmen für sich natürlich in Anspruch und so totalitäre Regimes, die auch wie in China, die machen das halt dann einfach. Ne? Bei uns wird dann 30 Jahre diskutiert, ob man irgendeine Brücke baut und das heißt, die Frage ist halt, ob wir so als demokratische Menschen überhaupt noch fortschrittsfähig sind in gewissen Bereichen, aber die machen halt einfach, ob das dann die richtige Zukunft ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber dabei zu sein ist schon spannend. Also
da gibt es E-Mails, da sind 130 Leute CC, also kenne ich sonst auch nicht so. Und das ist ein irrsinniger Wust von Planern und Consultants, ist ein monströs großes Projekt. Wie gesagt, wir machen da nur einen Baustein, aber es ist ein Irrsinnsprojekt, dieses Neum. Ja. Genau. Wir machen aber auch kostengünstige Projekte. Das ist ich würde es jetzt nicht Studentenwohnheim nennen, sondern Studentenapartmentgebäude sind das eigentlich. Die machen wir europaweit für einen amerikanischen Investor. Ich glaube, wir haben jetzt schon 15 Standorte mit 12.000 Zimmern gebaut. Das sind riesige 500 bis 700 Zimmergebäude, die in meistens Deutschland, Polen, Schweden und Dänemark bis jetzt sind. Und das war jetzt in Kopenhagen hier. Wo wir natürlich auch versuchen mit dem geringen Budget, das ist sehr sparsam alles, also die Innenarchitekturkosten auf den Quadratmeter umgelegt, sage ich jetzt lieber nicht, aber wir können manchmal dann noch irgendwie das Budget so nutzen, dass dann vielleicht noch spannende Public Areas rausbekommen, aber es ist sehr ökonomisch, unter ökonomischem Druck sowas zu machen, machen wir aber auch. Und was wir zuletzt auch machen, das ist zum Beispiel das Hotel di Rom, also so ein 5-Sterne-Hotel. Es gibt ja auch ein Hotel, so ein Roccoforte-Hotel in München, wo wir angeheuert wurden, um sozusagen Bar und Restaurant zu tunen. Wo es eigentlich gar nicht so darum geht, substanziell was Neues zu machen, wo man sagt, eigentlich haben wir nicht so viel Budget, Möbel sollen drin bleiben. Und dann muss man eben so ganz geschickt mit Licht, mit Farben, mit Stoffen, man muss versuchen, die Stimmung sozusagen zu switchen, ohne jetzt das ganze Ding abzureißen und neu zu bauen. Das ist halt so eine sportliche Übung, damit kann man jetzt auch als Büro nicht unbedingt große Honorare verdienen. Ist aber irgendwie auch cool, weil man in so einer Styling-Welt landet, wo man eigentlich so Pop-up-Situationen schafft und ist auch passiert immer öfters in letzter Zeit, also wo gar nicht proper geplant wird über Jahre weg, sondern wo man einfach in so ein Projekt reinspringt und versucht, die Stimmung zu drehen. Dann machen wir auch ganz interessant ein Fotomuseum in Berlin. Das ist das alte Tacheles. Also wer von euch in den 90er Jahren mal in Berlin rumgeturnt ist, altersbedingt wahrscheinlich nicht so viele hier, aber da war das Tacheles so der coolste Ort. Das war ein von Künstlern besetztes altes Kaufhaus. Und das ist insgesamt ein großes Baugebiet. Also Herzog de Meuron macht den Masterplan und baut das alles, aber wir sind sozusagen verantwortlich jetzt für diesen Altbauriegel, und das ist in Schweden sozusagen gestartetes Projekt, Fotografiska, also ein kommerzielles Fotomuseum, und es funktioniert sehr gut. Es gibt wenige private Museen auf der Welt, die so gut funktionieren wie Fotografiska, hat aber viel damit zu tun, dass die andere Themen auch machen. Es gibt sehr viele Event-Themen, gibt es unten auch noch den Museumsshop, und dann gibt es eben verschiedene Restaurants und Bars und Cafés, die schaffen das irgendwie sozusagen auf diesen 5000 Quadratmeter hier, die Ausstellung sozusagen auf 2000 Quadratmeter ungefähr zu reduzieren, und der Rest ist einfach, sind andere Funktionen, die das ganze Ding wieder ökonomisch im Laufen halten. Also von dem Eintrittskartenverkauf könnte man so ein Haus jetzt auch nicht bespielen. Die expandieren gerade vehement, haben jetzt auch in New York eins aufgemacht, und London ist gerade dran und Hongkong, und es gibt ganz viele Metropolen, die jetzt gerade mit diesen Museen sozusagen bespielt wird. Und da gibt es auch, also in diesem Gebäude jetzt bei uns, das ist innen komplett voller Graffitis, Zehntausende von Graffitis innen, das ist das berühmteste, also Frau Merkel als Punk. Das steht auch extra unter Denkmalschutz. Manche darf man so eine Gipskartonwand davor bauen, muss man eben gucken, dass man es nicht beschädigt, aber eigentlich muss man die dann auch alle zeigen. Und es ist komplett voll mit Graffitis, das Gebäude, aber die Denkmalschützer sind da extrem dahinterher, dass da nichts sozusagen zerstört wird, weil es eben so Kulturgeschichte ist, Wiedervereinigung Berlin und die Künstler, die das besetzen, das ist natürlich ein wichtiger Ort gewesen. Wer es gesehen hat, weiß es noch. Wer war da in den 90ern? Ja, doch so einige. Naja, wohl maximal 5-10%, würde ich sagen. Okay. Da wird oben eben auch eine coole Bar raufgebaut. Das ist aber jetzt aus der Bauphase.
das wird schon mal ein guter Ort werden. Und das war's. Also danke fürs Zuhören.